Hey ihr Lieben, da ist er wieder, eure Katrin, und weiter geht's mit den Funko Pop Modellen. Diesmal zu Jurassic Park 25-jähriges Jubiläum. Heute habe ich dabei den Dilophosaurus mit der Nummer 550 Limited Chase Edition. Dann haben wir hier die Rückseite, da sieht man noch weitere Modelle aus dieser Reihe. Da gibt es nochmal den Velociraptor und einen T-Rex. Vom T-Rex gibt es sogar zwei Versionen, einmal die normale in der normalen Größe wie alle anderen Funko Pop Modelle und dann nochmal ein großes Modell. Diese Figuren bestehen alle aus Vinyl, steht hier sogar Vinylfigur. So sieht unser Dilophosaurus also aus. Gucken wir mal, holen wir das gute Stück mal aus seiner Box. Die Verpackungen sind ja auch immer recht speziell, ist auch recht niedlich gemacht hier. Tja, Lieben, und da ist auch schon unser Dilophosaurus. Was schade ist, er hat leider nicht den Kragen wie auf der Abbildung dargestellt. Sieht aber ansonsten ganz witzig aus, seinen überdimensionierten Augen, dem überdimensionierten Kopf. Recht schön, Hier haben wir wieder die transparente Base. Auch hier ist nichts beweglich. Stecken wir das gute Stück mal auf. Zack. So. Position drehen, dass er sich gut platzieren kann auf seiner Base. Tada! Und schon steht das Modell. So, etwas näher rangeholt. Dieses Modell ist ca. 9 cm lang und an der höchsten Stelle etwa 9,5 cm hoch. Also sie sind nicht wirklich groß. Schauen wir uns das gute Stück jetzt mal aus der Nähe an. So, da haben wir also den Dilophosaurus. Zeichnet sich durch viele Details im Gesicht aus. Hat hier noch richtig große Osteoderme über den Augen. Dann haben wir hier so seinen Kamm oder einen der beiden Kämme, der nur von der Außenseite braun bemalt ist. Sehr, sehr schön. Die Farbe ist auch sehr schlicht. Zeigt sich in einem Farbmix aus Beige und Blau und Grau und Gelb. Sieht ziemlich witzig aus, oder? Dann haben wir hier die andere Seite. Sind auch mit viel Liebe gemacht, muss ich sagen. Also es sieht schon echt knuffig aus. Nur schade, dass die Knochenkämme hier von innen nicht bemalt wurden. Sind schon ein bisschen eigenartig, aber okay. Man sieht hier auf dem Kopf selber, auf dem Schädeldach, hat er dann auch nochmal so feine Osteoderme. Richtig große, wollte ich sagen. So. Hier ist er zusammengefügt, wie man sieht. Und sonst hat er so keine weiteren Muster aus seinem Körperchen. Sieht auch echt witzig aus hier alles. Ja, die hatte ich mir im März vorgestellt gehabt. Die Jurassic Park Funko Pop Figuren hatte ich mir im März vorbestellt und jetzt vor kurzem sind sie erst eingetroffen. Ja. Wirklich cool. Also man könnte meinen, dass sämtliche Punkte hier beweglich sind, aber nein, das sind alles nur Klebeverbindungen. Sieht ja schon witzig aus, Sieht schon echt witzig aus. Ja. Speziell. Auf dem Rücken auch nochmal eine schöne Schuppenstruktur hier, Und dann ein Beinchen. Die Füßchen sind noch recht schön gemacht. Ja, hier sieht man eine Seriennummer und hier natürlich das Loch, wo er aufgesteckt wird. Weil er sonst ja gar nicht stehen kann. Ja, kräftige Brust hier noch. So, einmal wieder drauf. Zack. Seine Base. Hoppala. So, sehr schön. Jetzt steht das gute Stück. So, ihr Lieben, so sieht das kleine, aber feine Modellchen dann einmal komplett von vorne aus. Und so einmal von der Rückseite. Also, es ist so klein, dass es doch relativ schnell gezeigt ist. Auch diese Base hier ist wieder eine ganz schlichte Plexiglasscheibe, wo das Modell dann aufgesteckt wird. Soll wahrscheinlich auch nicht weiter auffallen, dass der Hauptfokus nur auf diesem kleinen Modell liegt. Ja, wirklich sehr schön. Kann ich eigentlich empfehlen. Also wem das gefällt, also es ist ja nicht jedermanns Geschmack, diese Modelle hier mit diesen riesen Schädeln.
Aber irgendwie finde ich die noch ganz witzig und vor allen Dingen haben die auch Gewicht teilweise. Ne? Der Kopf ist so schwer. Tja, Lieben, und das war im Prinzip auch schon das Review zu diesem kleinen Figürchen zum Dilophosaurus aus der Jurassic Park-Reihe von Funko Pop. Ja, 25-jähriges Jubiläum. Ich hoffe, ihr hattet auch heute ein bisschen Freude. Den Link zu diesem Modell findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Schaut einfach nochmal rein, falls ihr dieses Modell vielleicht auch noch in eurer Sammlung haben wollt. Und ich für meinen Teil klinge mich dann wieder aus, sage tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Review Time, Unboxing Time, was auch immer Time bei Katrin. Bis dann, ihr Lieben, und bye!